Hallo Leute, ich bin der Dan von rollenspielkaufen.de und ich habe hier gerade ein Video aufgenommen zu meinem neuen zu meiner neuen Basic-Serie Grundlagen Rollenspiel und so weiter. Und da bin ich auf ein Thema gekommen, was ich nur schon mal am Rand behandelt habe, aber fand ich ganz interessant, nämlich diese Fantasy-Rollenspielbücher. Kann ich nur empfehlen für alle Leute, die gerne jemanden das Rollenspiel näher bringen wollen, sei es ein guter Kumpel, Freundin und so weiter, oder die eigene Freundin oder der eigene Freund, je nachdem, was denn ein Rollenspiel ist und wie man daran geht. Weil als ich 10 Jahre alt war oder sowas, ich muss leiser machen, da rastet das gerade alles vollkommen aus hier. Als ich so in dem Alter war, so 10 oder was, habe ich mit einem Kumpel haben wir ein Rollenspielbuch gespielt, das hieß irgendwie Der Hexer vom einsamen Berg oder so. Ist ein sehr bekanntes Ding, also man kennt es, jedenfalls in unseren Kreisen. Und dann, das fanden wir so cool irgendwie, da waren irgendwie so 2 Abenteuer drin oder so. Fanden wir so cool und dann irgendwann kam es dann dazu, dass wir dann auch diese Sachen hier gespielt haben. Einsamer Wolf. Ja, das sind, unten steht es auch nochmal, ein Rollenspielbuch, ein Fantasy-Rollenspielbuch. Diese Dinge werde ich gleich mal zeigen. Ich werde es jetzt nicht mit dem ersten Buch zeigen, weil es schon relativ zerflattert ist. Das zeige ich dann mit dem zweiten, wie das aufgebaut ist. Das ist das erste Abenteuer dieser Serie, ist 1984 erschienen, von Joe Denver und Gary Chalk, nämlich Die Flucht aus dem Dunkel. So geht das Abenteuer los. Dieses Buch ist ein Original. So, und ich zeige es euch jetzt mal anhand des zweiten Bandes. Nämlich der zweite Band ist Feuer über den Wassern. Das ist der zweite Band, ein bisschen dicker. Wo die Geschichte weitergeht. Das ist eine fortlaufende Handlung. Es geht um den einsamen Wolf oder Lone Wolf, der ein Kai ist. Ein Kai ist so ein übermächtiger Kämpfer oder Magier, weiß ich nicht so genau. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ding aufgebaut ist. Und dann, wenn ich euch das alles nochmal gezeigt habe, erkläre ich euch, warum ich es euch zeige. Nee, das mache ich jetzt. Es ging nämlich darum, wir haben so den Zugang zum Rollenspiel gefunden. Und ich bin der Meinung, diese Bücher hier sind wunderbar dafür geeignet. Vor allem gibt es sie jetzt in der neuen Auflage. Ja? Diese Bücher sind wunderbar dazu geeignet, Leuten zu erklären, was ist Rollenspiel, wie funktioniert Pen and Paper, wie finde ich Zugang dazu. Und das sind auch solche Sachen, die kann man wunderbar zu zweit auch machen. Also das ist cool, man setzt sich zusammen hin, macht ein bisschen Musik an, Flasche Bier, Flasche Apfelwein, was ihr gerne trinkt. Und dann immer abwechselnd lest ihr euch die Storys vor und es kann richtig cool sein, es kann Spaß machen. Man kann dann mal einen Nachmittag damit verbringen, mal so ein Abenteuer zu spielen. Ja, und es ist ja auch eine Entwicklung dabei. Ja. Im zweiten Buch geht es ja dann weiter an der Geschichte und man hat dann halt schon den einen oder anderen Gegenstand, ja, der einen weiterbringt. Gut, jetzt zeige ich euch, das ist so der Gedanke dahinter, wieso diese Bücher so cool sind. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie das alles aufgebaut ist. Also ihr habt erstmal eine vollfarbige Karte, also jedenfalls hier in diesen, die neuen Auflagen kenne ich nicht, da wird es aber ähnlich sein. Um die Länder mal, oder das Land mal gesehen zu haben, ja, also es ist eine Welt, ja, eine kleine, aber feine Welt. Und ihr startet hier oben in der Kai-Abtei. Kai sind ja, wie gesagt, diese Krieger. Und das ist ganz schön gemacht. Dann geht es erstmal los mit der Einleitung. Das ist jetzt, wie gesagt, der zweite Teil. Jetzt kommt ein kurzer Abriss, was bisher geschah, falls ihr den ersten Teil nicht besitzt. Und dann geht es nämlich los. Das hier ist dann quasi der Charakterbogen. Also hier die Kai-Disziplinen zum Beispiel. Das sind Dinge, die man, so Sonderfähigkeiten, die man lernen kann. Dann Waffen. Es gibt sogar ein Equip-Load quasi. Man kann höchstens 2 Waffen mitnehmen. Dann habt ihr einen Rucksack mit 8 Gegenständen.
Mahlzeiten, ihr müsst auch immer essen und es gibt dann auch immer mal wieder Events, wo dann gesagt wird, ihr müsst jetzt was essen, ihr habt jetzt einen Lagerplatz, wenn ihr nichts habt, passiert das und das. Ein Tragebeutel mit Goldstücken, maximal 50 Goldstücke könnt ihr mitnehmen, besondere Gegenstände und dann hier drüben Kampfstärke, Ausdauerpunkte, kann nie über Anfangszahl steigen, 0 ist tot bei den Ausdauerpunkten, ihr könnt sterben. Ja? Dann haben wir einen kleinen Kampfbogen, hier Kampfbericht, ja, den habe ich nie so benutzt, ich habe mir das dann alles auf dem Blatt aufgeschrieben, also ich habe das könnte man alles kopieren hier und so weiter, ich habe mir einfach ein Blatt gemacht, war ganz okay. Hier ist nochmal ein zweiter Bogen drin, der einfach, es wurde einfach zweimal hintereinander gemacht und dann geht's los mit den Spielregeln, wie das alles so funktioniert. Die Kai-Disziplin, was kann man auswählen, was für Waffen bekommt man, es wird dann ausgewürfelt, was man bekommt, ja, also Dolche und so weiter, Kurzschwert, Ausrüstung und dann gibt es hier halt diese verschiedenen Kai-Fähigkeiten und das Schöne ist, im Buch wird dann abgefragt, zum Beispiel euch kommt ein Luchs entgegen. Der Luchs kommt aus der Richtung, in die ihr wollt. Wenn ihr Tierverständnis habt, könnt ihr mit dem reden, meinetwegen. Ja, und der Luchs erzählt euch, da hinten ist eine Wache und ihr umgeht das einfach. Ne? So funktioniert das. Besondere Gegenstände werden hier noch aufgeführt. Dann werden die Kampfregeln erklärt, wie viel Goldkronen man am Anfang hat und Nahrung und so weiter. Und dann geht's auch schon los. Ja, kurzer Einleitungstext und dann hier Step 1 quasi. Ja, die Situation wird erklärt und ich lese jetzt einfach nochmal das Ende vor, also den letzten Abschnitt. Der Fahrer deutet auf eine schlanke Handelskarwelle, die in der Nähe der Hafenmauer im Wasser schaukelt. Der Obermaat heißt Ronan. Du findest ihn drüben am Gasthof zum fröhlichen Zecher. Der Fahrer verabschiedet sich und verschwindet mit seinem Wagen rasch in der Menge. Du gehst zu dem Gutshof, findest aber die Türen verschlossen und die Fensterläden verriegelt. Du überlegst dir, was du tun sollst, als eine Hand deinen Arm packt und dich in der Dunkelheit zerrt. Willst du deine Waffe ziehen und den unbekannten Gegner angreifen? Lies weiter auf Seite 273. Willst du versuchen, dich loszureißen? Lies weiter bei 160. Kleiner Tipp hier. Wenn ihr nicht immer wieder von vorne anfangen wollt, weil es auch irgendwie frustrierend sein kann, merkt euch die Seite. Ja. Also es kann mal sein, dass es nervig ist, wenn man irgendwie in eine Sackgasse gerät oder so. Aber in der Regel spiele ich so, dass ich dann sterbe, wenn ich sterbe. Lies weiter bei Seite 160. Ich will mich versuchen loszureißen. Ich möchte nicht sofort aggressiv sein. Wahrscheinlich ist das nur jemand, der mir freundlich gesonnen ist. Verzeih mir, mein Lord. Ich wollte dich nicht erschrecken. Der Mann wirkt nervös und die Hand, die er hinstreckt, zittert deutlich. Also ich hätte ihn auch angreifen können. Mit einiger Vorsicht gibst du ihm die Hand. Ihr setzt euch an den Tisch, bis auf zwei Mäuse, die an einem Käsebrocken knabbert, ist die Kneipe leer. Kleine Zeichnung dazu, gibt immer auch ab und zu mal Zeichnungen. Die sind nochmal ausgefeilter und verbessert in dem neuen, in der besseren Version, die ich euch unten verlinke. So, und jetzt passiert wieder was und jetzt ist es halt so, dass es halt etwas umfangreicher ist. Also es gibt nicht zwei Möglichkeiten, das sieht man, die fettgedruckten Zahlen sind alles Möglichkeiten. Wenn, zum Beispiel, willst du deine Kai-Fähigkeit Heilkraft zeigen? Lies weiter bei 16. Sollte es die Kai-Disziplin der Denkstrahlen sein? Dieses bei der 133. Ihr müsst es natürlich auch erst haben. Wenn ihr es nicht habt, könnt ihr das zum Beispiel gar nicht benutzen. Möchtest du Kai-Disziplin Tierverständnis beweisen? Lies 203. Willst du deine Kai-Fähigkeiten sowieso beweisen? Okay. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, verfügst du über keine der genannten Fähigkeiten oder willst du diese Kenntnis nicht vorführen? Lies weiter. Auf dem anderen Bogen. Und so arbeitet ihr euch durch dieses Buch durch, erlebt eine Geschichte, bekommt Abenteuerpunkte und Geld und Gegenstände und sowas. Und das ist echt super gemacht. Und ihr braucht noch nicht mal einen Würfel dazu. Ich habe es natürlich mit Würfel gespielt.
Es gibt hier diese Zufallszahlen-Tabelle. Da, also von der Sache her müsstet ihr dann halt immer wieder auf diese Seite blättern, müsstet dann blind die Augen zu, müsstet dann tippen, ah ja, ich habe eine 6. Ja. Und hier hinten, damit das alles ein wenig mehr in die Rollenspielrichtung geht, ist zum Beispiel jetzt beim Kampf, sind diese Kampf-Koeffizient oder wie heißt die? Kampfquotientenliste. Also welchen Bonus oder Mali ihr bekommt, wenn ihr welche Stärke ihr habt und so weiter. Sieht schwierig aus, ist aber total einfach. Also ich müsste jetzt nochmal reinlesen. Ich weiß nur, dass es ganz, ganz schnell zu lernen war. Es ist ganz einfach. Relativ einfaches Ding. Somit, mit so einem Ding könnt ihr jemanden an ein Rollenspiel heranführen, weil der Schritt hiervon zu einem Pen-Paper-Rollenspiel ist nicht mehr weit. Ja? Beim Pen-Paper-Rollenspiel sind halt die Regeln ein bisschen ausgefuchster, die Welt ist vielleicht ein bisschen ausgearbeiteter. Die Situationen sind nicht so straight, es gibt keine Seitenzahlen, wo du weitermachst, du musst selbst überlegen. Aber ansonsten ist das hier wirklich ein super Einstieg und wenn jemand keine Ahnung hat, was Rollenspiel ist, dann spielen wir eine Runde Einsamer Wolf. Sowas kann man auch einfach so mal machen. Ich glaube, ich werde heute Abend nochmal anfangen. Ich habe es nämlich noch nie durchgespielt. Ich habe nämlich Band 1, Band 2, Wilde Feuer des Wassers. Habe ich Band 3, Die Gefahr aus den Höhlen. Dann habe ich Band 4, Die Schlacht über den Gräbern. Und es geht immer weiter. Also ihr werdet quasi auch immer stärker dann. Ne? Band 5 fehlt mir. Den muss ich nochmal versuchen nachzubekommen. Dann, ich möchte gerne die alten haben. Also die neuen würden mich auch sehr interessieren. Ich werde es auch mal nachkaufen, weil die sind noch erweitert. Also das ist viel, viel umfangreicher, die ganzen Storys. Aber ich möchte gerne die alten alle haben. Ich bin schon Sammler. Königreich des Schreckens. Band 6, dann Band 7, das Schloss des Todes. Band 8, der Dschungel des Grauens. Und Band 9, der Dämonenkessel. Ich glaube, mir fehlt jetzt, außer Band 5, fehlt mir, glaube ich, noch Band 10 oder 11. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Muss ich nochmal nachgucken. Ja, das sind die Einsamer Wolf Bücher, die ich besitze aus meiner Sammlung. Ich werde das mal vervollständigen. Und falls das Interesse besteht, da müsste aber dann von euch mal ein Input kommen, würde ich die ganzen Dinge hier mal mir angucken und vielleicht in jedem Video mal über eines dieser Abenteuer hier sprechen. Das könnte ich eigentlich wirklich mal machen. So jeden Abend eine halbe Stunde hier an dem Ding gespielt und dann mal so euch erklärt oder mal so beschrieben, um was es ungefähr geht. Das ist bestimmt ganz interessant und es ist sehr nerdig und das mag ich. Alles klar, Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein hier vom Einsamen Wolf. Wie gesagt, checkt mal unten bei mir den Amazon-Link aus zu den neuen Büchern. Preis-Leistung ist auch wirklich wunderbar. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut, Leute. Ciao.